nicht gemacht, um die Formulierungen zu beeinflussen, sondern um den Inhalt zu vervollständigen. Ich würde von Staatsstreich nicht sprechen. Wenn man Staatsstreiche kennt und im Geschichtsbuch blättert, meist außerhalb Europas in diesem Jahrhundert, dann hat Staatsstreich eine ganz andere Bedeutung. So I want to know if yes or no answer if Mr. Selmayr has participated in the revision of the answers sent to the commission. Nötigten und wir möglichst umfassend antworten wollten, hat er bei der Erarbeitung an Teilen der Beratungen teilgenommen. Aber er hat dies nicht gemacht, um die Formulierungen zu beeinflussen, sondern um den Inhalt zu vervollständigen. War es eine politische Ernennung? Ich würde sagen, es ist eine fachliche Ernennung, die aber nicht unpolitisch war, aber die fachlich gut begründet ist und politisch für die Kommission meines Erachtens nicht falsch ist. Und ob sie richtig ist, das kann die Kommission und kann... Of course it seems to be that... That Mr. Selmayr, whom I don't have a privilege to know personally yet, but he seems to have taken the lesson from Friedrich der Große, who said that whenever you have a possibility to conquer a territory, do it immediately, because there will be lawyers and historians who will prove that you were right. But is it a good strategy for us? And if you again involve Mr. Selmayr in preparing the answers to us, perhaps he could contribute on that aspect.